Bring mir was bei. Jep, jep. Er kann Panzerknacker steigern, 1000 Golds, Fingerfertigkeit 60. Meisterdieb meistern. Panzerknacker steigern. Gold. Die haben wir. Haben wir Fingerfertigkeit 60? Bring mir bei, wie ich besser Schlösser knacken kann. Jep, jep. Okay, das haben wir. Silberzunge für 1000. Das wäre List und Einfluss. Probieren wir mal eben. Ich bin noch nicht gut genug. Nee, haben wir noch nicht. Und den Meister, die hier Fingerfertigkeit 80, Einfluss 60. Das haben wir ja auch noch nicht, ne? Da können wir mal eben schauen auf unsere Charakterwerte. Wir haben ja 17.000 Gold und 47.000 Ruhmpunkte. Ob wir nicht mal ein bisschen was steigern hier? Einfluss können wir ja steigern. Das ist ja die Geschichte mit Silberzungen einschüchtern. Fingerfertigkeit 60, ja, schon 100 Taschendiebstahl und Schlösserknacken haben wir ja. Das weiß ich gar nicht. Ich denke mal, da werden wir jetzt nicht noch weiter höher gehen. Ich würde mal hier auf Magie auf jeden Fall noch ein bisschen was draufpacken. Mal so 10 auf 60, würde ich mal sagen. Also hier Voodoo-Magie 70, das ist ja auch der Weg, den wir ja auch weitergehen wollen. Dann hier Alchemie. Die Wirkung von Tränken. Verwenden wir jetzt gar nicht so viel. Härte. Haben wir 75, das ist schon mal nicht schlecht. Nahkampf sind wir ja auch relativ viel noch mit unterwegs. Ich würde da nochmal so einen draufpacken hier für 12.000. Dass wir da so auf 75 kommen. Und vielleicht machen wir dann hier den Einfluss. Den könnten wir ja nochmal um einen erhöhen. So, dass wir da noch diesen Skill uns nochmal holen. Ich probiere mal eben, ob das jetzt reicht. Machen wir mal akzeptieren. Mal mehr 95 haben wir hier an Seelenpunkte. Ne? So, die übernehmen wir mal eben. Jetzt hatte er ja hier. Bring mir was bei. Jep, jep. Hier diesen Silberzunge, ne? List 35. Haben wir das überhaupt? So gut bin ich auch nicht. Fingerfertigkeit 80, Einfluss 60. List 35. Die könnten wir uns holen, ne? Fingerfertigkeit, ja, die haben wir noch lange nicht. Einfluss haben wir, komm, dann gehen wir auf List. Machen wir das mal ein bisschen ausgewogen, dann können wir hier auf 35, die könnten wir ruhig machen. So. Bei 17.000 Gold haben wir ja. Magie. Na, warten wir mal eben ab. Ich übernehme das mal eben. So, und dann könnten wir nämlich den Skill lernen. Bring mir was bei. Jep, jep. Hier den Silberzunge steigern, ne? Ich möchte meine Überredungskunst verbessern. Jep, jep. Sehr schön. So, das sind denn ja hier schon die Meistergeschichten. Vielleicht schaffen wir da ja noch den einen oder anderen Skill ja da hinzubekommen. Also Meisterdieb wird mich schon reizen. Also hier Fingerfertigkeit 80, müssen wir mal gucken. Okay. Jetzt hatten wir ja vor, den Kahn ja noch zu beklauen. Da fehlt uns immer noch ein bisschen was, ne? Wir haben Fähigkeit.
Diebeskunst. Das war hier. Taschendiebstahl 100. Ja, reicht noch nicht. Gut. Reden wir mal mit dem Ulvi. Hier waren wir, glaube ich, soweit durch. Ich weiß gar nicht, ob wir hier in der Höhle schon waren. Ich verlaufe mich auch ständig hier. Es sieht alles so gleich aus. Hier ist noch ein Fingerblatt. Das ist ja hier schon so was Diebestechnisches. Ich meine, hier waren wir noch nicht, ne? Nein. Eine Affenstatue, ein Krug. Eine 60er-Kiste. So, dann haben wir jetzt nämlich 100, haben wir da schon an Schlösser knacken. So. Eine funkelnde Kette. Silberzunge 10, einschüchtern 10. Das ist ja großartig. Kristallmagie 5. Schön. Schnaps der Magie. Ein Spinnenbein und ein Auge. Das ist Voodoo-Zutat. Gut, dann haben wir hier noch einen Krug. Ein Bett. Noch eine Schreibfeder. Und das war's. Der Ulvi. Der stand dort an dem Palisadenzaun. Ja, ich meine, entweder hier oder da oben, ne? Mal sehen. Seki. Hier Malik. Ich weiß gar nicht, waren wir hier schon? Nee. Zwei Fackeln, drei Goldklee, 13 Gold. So, was haben wir hier? Travi. Haktu, Homie. Ich frage haben an Homie. Ein Gno macht zu viel Schlucki-Schlucki und ist betrunken. Danach, er geht nach Hause und sieht Goldmünze auf dem Boden. Kein Mond am Himmel und auch keine Sterne. Wie konnte der Gno das Goldstück sehen? Er hatte bestimmt eine Fackel dabei. Er hatte eine Fackel dabei. Blemo, blemo. Antwort auf die Frage, ganz einfach sie ist. Ich niemals gesagt habe, dass es ist Nacht. Es ist Tag. Am Tag scheint kein Mond und auch keine Sterne. Ja, sehr lustig. Dann stell mir doch noch mal ein Rätsel. Stell mir noch ein Rätsel. Homie Spaß gefunden hat an Rätseln, hm? Wenn Homie löst alle Rätsel von Travi, Travi wird Homie belohnen. Ich gebe dir ein neues Rätsel. Pass gut auf. Gnomina ist 25 Jahre jünger als Mutter Gnomi. In 7 Jahren wird Mutti Gnomi 5-mal so alt sein wie Gnomina. Wo ist Gnominas Vater? Ja, das ist ja wieder lustig. Also, der stellt aber auch Rätsel hier. Er ist tot. Er ist tot. Falsch, Homie. Gnomina wird erst geboren in 9 Monaten.
Also ist Vater von Gnomina bei Mutter von Gnomina. Haha, lustig. Ich glaube, das schaffen wir nicht mit den Rätseln. Bist du so eine Art Rätselgnom? Rätseln ist Kunst zu denken und ohne Denken kein Leben. Wenn du nicht kannst denken, Homie ist nichts weiter als ein Tier. Deswegen belohne ich alle, die Rätsel lösen können. Ich will machen Leute intelligent. Aha. Na, wir probieren es nochmal. Stell mir das nächste Rätsel. Jep, jep. Pass auf, Homie. Auf Kalador gibt es die höchsten Berge. Welche Berge waren die höchsten, bevor Kalador entdeckt wurde? Auf Kalador. Auf Kalador. Jep, jep. Gut gemacht, Homie. Auch wenn sie noch nicht entdeckt wurden, sind es trotzdem die höchsten Berge. Noch ein Rätsel übrig. Dann ich gebe dir deine Belohnung. Okay, wir probieren's. Stell mir das letzte Rätsel. Homie hat ein viereckiges Haus, bei dem alle Seiten nach Süden zeigen. Es kommt ein Bär vorbei. Welche Farbe hat der Bär? Weiß. Jep, jep. Gut gemacht, Homie. Ein Haus, bei dem alle Wände nach Süden zeigen, steht am Nordpol. Am Nordpol sind alle Bären weiß. Ja, da guckst du, ne? Wir haben aber nur zwei gelöst von dreien. Ich habe alle deine Rätsel beantwortet. Jep, jep. Lass mich überlegen, was ich dir gebe. Du hast Rätsel mit Gnomina nicht gelöst. Sehr schade. Das Rätsel mit den hohen Bergen hat Homie richtig gelöst. Nimm als Belohnung das hier. Und das Rätsel mit dem Haus und dem Bären hat Homie gut gelöst. Nimm diese Belohnung dafür. Homie hat alle Rätsel beantwortet. Es ist gut, dein Gehirn zu benutzen. Na okay. Da haben wir ein bisschen was geschafft. Bisschen Silberteller hier, Karaffen und so weiter. Wir wollten ja eigentlich mit dem Ulvi sprechen, ne? Da haben wir hier erstmal, dann nehmen wir mal alles mit. Was wir hier so finden, die Banane. Hey, Tutaki? Jo. Wir sind doch Pirat. Und Piraten stehlen ja normal, ne? Das ist ja jetzt irgendwie nichts Ungewöhnliches. So, alles klar, auf Wiedersehen. Gut. Jetzt, wollen wir mal sehen, wo der... Gut, gut. Ika, warte. Ach so, du kannst doch mitkommen. Ich komme mit. Ach so. Ach, der geht hier nicht mit in die... Gut, gut. Ika, warte. ...Wildnis. Der Ulvi... Der war... Ich weiß nicht, war der hier hinten an dem Palisadentor? Das war doch der erste, mit dem wir gesprochen haben, ne? Nee, das ist der Khalil. So, dann müssen wir hier zu dem Tor. Meine ich. Dann gehen wir hier mal quer durch.
es war, glaube ich, hier, ne? Ich komme mit. Mhm. Gut, gut. Ika, warte. Machst du sowieso nicht.